machen. Was er findet, verwandelt er. Etwa das zerschellte Boot. Es war ursprünglich auf den Namen Amerigo Vespucci getauft, nach dem Namen des italienischen Entdeckers. Das zufällig erhaltene Schild wirkt in der Skulptur als Symbol für Geschichte. Erde und Ton, also Ausgangsmaterie, sind weitere Werkstoffe, die Firnich überwiegend verwendet. Die Arbeit mit gebrauchten Gegenständen, diese zweckentfremdete Gasflasche zum Beispiel, bietet dem Künstler besonderen Anreiz. Im Vorhof seines Ateliers und Wohnhauses befindet sich ein ganzes Arsenal zusammengetragener Abfallprodukte. Sie sind ihm gleichsam ans Herz gewachsen. Wenn ich Dinge finde, die gebraucht sind, haben die eben schon eine Geschichte. Und ich finde Geschichte was ganz Wichtiges, um bewusst mit Dingen umgehen zu können. In seinem Atelier hortet Firnich weitere, manchmal recht skurrile Sammelobjekte. Mit kindlicher Unbefangenheit kann er sich an seinen Spielzeugen freuen. Er ist ungemein neugierig. Bei jedem Flohmarktbesuch stöbert er etwas auf. Oft weiß er noch nicht, was er später daraus machen wird. Vor 3 Jahren entstand das Bassfutteral. Das Instrument selbst wird bewusst nicht gezeigt, lediglich der Kasten als eine Art Abdruck des Originals. Den Umgang mit musikalischem Verpackungsmaterial betrachtet Thomas Firnich nicht als Zeichen vorhandener Musikalität, oder vielleicht doch? Ich weiß nicht, ob ich musikalisch bin, wahrscheinlich ist es nicht viel mehr wie der Durchschnitt, aber was mich besonders an den Instrumenten interessiert, ist, da sie auf der einen Seite einen reinen Zweck haben, also der Klangkörper muss ja da sein, um den Klang zu erzeugen. Auf der anderen Seite bildet eben der Körper auch einen ästhetischen Körper. In unserem Bewusstsein ist es so, dass wir die Geige, das Bassinstrument, aber auch ein Klavier als ästhetische Momente empfinden. Und das finde ich ganz spannend. Und dann die Beziehung vom Objekt zum Raum. Also die Töne, die gemacht werden, schwingen ja durch den Raum. Und meine Arbeit ist ja auch zerlegbar, geht also auch in den Raum hinein. Und das ist, glaube ich, so eine Parallele, die sich da in der Arbeit auftut. Und deshalb war mein erster Schritt da zu diesen Objekten, Musikinstrumenten. Dank der soliden Ausbildung an der Düsseldorfer Kunstakademie konnte sich sein Talent früh entwickeln. Er fand schnell Anerkennung mit Preisen und Stipendien. Natürlich gehörte auch ein Quäntchen Glück dazu. Genie, sagt Goethe, ist Fleiß. Ich war wahrscheinlich doch sehr intensiv an meinen Ideen bemüht zu arbeiten. Also ich habe einfach war wahrscheinlich sehr fleißig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ganz konzentriert versucht, mit aller Offenheit, die man sich bewahren muss für andere, für Einflüsse auch, habe ich versucht, einfach einen eigenen Weg zu gehen. Und war einfach wie versessen in meine Arbeit, vielleicht auch verliebt. Zum Künstler fühlte er sich dennoch zunächst nicht berufen, sagte Thomas Firnich. Erst allmählich wuchs in ihm die Überzeugung.